Hallo, ein kleiner Vortrag zur heutigen Super Mario Origins Folge. Diese Folge ist etwas kürzer und warum wird euch am Ende des Videos gesagt. Ich bin in diesem Part etwas geraged, weil etwas nicht ganz so funktioniert hat, wie ich das wollte. Was genau, das seht ihr jetzt gleich. Und am Ende werde ich dann noch ein paar Erklärungen abgeben, was ich jetzt wegen dieser Stelle bezüglich mache. Ich möchte nochmal hiermit anmerken, ich bin immer noch nicht von diesem von diesem Custom Game bin ich jetzt immer noch nicht abgeneigt. Also es ist immer noch so, dass es mir Spaß macht. Ich finde es immer noch gut. Ich weiß, dass die ganzen Folgen gerade so ein bisschen immer entnervt wirken. Ich weiß gar nicht, ich will das jedes Mal nicht, aber irgendwas macht mich jedes Mal wahnsinnig. Ich weiß gar nicht warum. So, und dieser kleine Vortrag ist schon viel, viel länger als das, was ich geschrieben habe. Guckt es euch jetzt einfach an und ihr werdet sehen, was ich meine. Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter mit Let's Play Super Mario Origins. Jetzt habe ich kurz den Titel vergessen. Gut. Bin diesmal besser gelaunt. Kein Absturz. Jedenfalls kein ungewollter. Und ich habe schon vergessen, wo in die Musik kommt. Das kann ich ja in den Kommentaren schon nachlesen. So. Ja. Heute, wo ich aufnehme, ist übrigens Sonntag. Das heißt, wenn ich schaffe, bekommt ihr heute noch das Video. Verdammt. Beziehungsweise auch wahrscheinlich ein Video für gestern. Wenn ich das schaffe, muss ich aber sehen. Ansonsten habe ich halt einen Tag ausgelassen, was Videos angeht. Dann tut's mir leid. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich einen Tag auslasse, dann tue ich mal mein Füllerprojekt freischalten. Was ich schon seit Tagen, seit Monaten auf YouTube oben habe. Und ja, was ich seitdem niemals freigeschaltet habe. Das ist eigentlich schon seit dem Zeitpunkt auf YouTube, wo wo ich mal eine 2 Wochen weg war. Ich kann übrigens jetzt schon sagen, dass es wahrscheinlich... Ja doch, ich glaube, die nächsten Tage wird es auch wieder so sein, dass ich wahrscheinlich auf dieses Füllerprojekt zugreifen muss. Und warum kann sie plötzlich nicht fliegen? Das verstehe ich nicht. Diese Peach, die ist mir sehr suspekte. Suspektion. So. Also was, wo war ich? Ach so, genau. Also es kann durchaus sein, dass ich jetzt am 3. und am 4., da bin ich nämlich auch nicht da, dass am 3. und am 4. nur ein Video kommt und das wird dann ein Füllerprojekt-Video sein. Außerdem, der eine oder andere wird wissen, dass ich derzeit auch noch Mafia hochlade und davon habe ich jetzt noch einen Part. Der vorletzte Part ist nämlich eigentlich schon oben. Aber der ist natürlich in Deutschland nicht... Ach komm schon, warum tust du nicht fliegen? Ich drücke die verdammte Taste. Aus dem Wasserfall springen und fliegen ist nicht gerade leicht, Final. Kann ich jetzt irgendwie mal fertig reden? Also das ist irgendwie aus irgendeinem Grund, wegen Musik oder so Mist, das ist nicht in Deutschland verfügbar. Deswegen werde ich wahrscheinlich das Ganze nochmal ohne Musik hochladen müssen. Ansonsten wäre nämlich heute der letzte Part von Mafia gekommen. Und dann wäre ich mit dem Projekt auch endgültig fertig. Aber nein, irgendwer muss ja schon wieder sagen, Content, bla bla bla, Musik, bla bla bla. Das kann ich dafür, dass es in dem Spiel verwendet wurde. Ich kann nicht fliegen, Mann! Es ist so scheiße! Also sorry, aber dieses Level gefällt mir nicht. Also, es sieht gut aus, ja, aber die Mechanik funktioniert nicht, die du dir da gedacht hast.
Ich verstehe nicht, warum diese Misttusse von einem beschissenen Peach nicht fliegen kann, wenn sie soll. Hier kann sie es doch auch. Hier kann sie es auch. Hier, da, fliegen kann sie. Bloß, wenn ich aus dem Wasserfall rausspringe. Hier, dann... Jetzt geht's, aber wenn es dann drauf ankommt, dann geht's natürlich nicht. Nein, warum soll es gehen? Ich bin dann nur mit dem Peach. Meine Fresse, ey. Oh, jetzt? Ja klar, weil ich zurückziehe. Danke. Oh, endlich. Darf ich auch mal wieder zum Mittelpunkt kommen? So. Ihr kommt, du nervst mich. Oh mein Gott, no. Nein! Oh, scheiße! Okay. Ich glaube, vor die Zeit sollte ich den noch mitnehmen. No! Ach komm, ich brauche ihn nicht. Mann! Da unten kommt auch noch einer, also brauche ich ihn wirklich nicht. Danke. Na. So. Halt. No. Ah, da oben sind auch noch welche. Danke. Ich dachte jetzt schon. So. Einmal ablegen. Was? Also, ernsthaft, diese Bob-Oms. So, hier sind die Münzen. Blind Jump. Erzähl mir nicht, ja, das sind Münzen gewesen. Die gehen schräg nach unten, da muss man nur runterspringen. Nein, es war ein Blind Jump. Punkt, Ende, aus. Es ist schon der dritte Blind Jump in diesem Level gewesen. Ich hate schon wieder, verdammt. Ah, das ist doch... Aber ganz ehrlich, in dem Level sterbe ich die ganze Zeit durch Blind Jumps, Bugs und Dead Ends. Und zu dem Thema Dead End muss ich sagen, inzwischen ist seit meinem letzten Part eine geupdatete Version von Super Mario Bros. Origins hochgeladen worden. Und da sind diese Dead End Stellen gefixt. Also man kann, glaube ich, da sterben oder so. Aber ich werde es trotzdem auf der alten Version spielen, weil... Zum einen bin ich zu faul, jetzt eine neue Version runterzuladen. Und zum anderen... weiß ich nicht, ob mein Savegame funktionieren würde. Und zum dritten... ja, möchte ich es einfach auf der Version spielen. Ich möchte das Original in der ersten Version sehen. So. Okay. Okay. Danke. Und wieder nicht geschafft. Mann! Daigumba. Oh, danke. Was? Och, Mann! Das ist nur so eine knappe Scheiße. Wieso? Ich... Was mache ich denn falsch? Was mache ich falsch? Ich verstehe es nicht.
Ich drücke sofort, wenn ich kann. Ich drücke sofort, wenn ich kann. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach so. Da muss ich nämlich nicht mal zielen. Bumm. So. Nee. Nein! Nein! Ich verstehe es nicht. Ich verstehe echt nicht, was ich falsch mache. Ich verstehe es nicht. Das Level ist glücksabhängig. Nein, Mann, ist doch nicht wahr. Jetzt kann ich das ganze Level von vorne machen und das nur, weil ich das einmal nicht Das Level gefällt mir nicht. Es arbeitet mit Mechaniken wie Blind Jumps und verpackten Flugtechniken. So. Wenigstens klappt der Anfang schon ganz gut. Jetzt ist hier die erste Stelle, die mich rankotzt. Nein! Oh, danke. Ja, das will ich weiß, ja, du willst die Peach-Flugmechanik benutzen, aber... mir... ja... sagt dir an der Stelle nicht so richtig zu. Komm her. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Wie soll das gehen? Man kommt da nicht hin. Ich hab's vorhin geschafft, ja, ich weiß. Aber frag mich nicht, wie. Es geht nicht! Es geht einfach nicht! Was mache ich falsch? Kann mir das mal einer beantworten, bitte? Was mache ich falsch? Kann nicht sein, dass ich schon wieder eine ganze Folge an dieser Scheiße hier hänge. Naja gut, es ist erst eine halbe Folge, aber trotzdem. Wenn ich so laufe, laufe ich drüber. Wenn ich so fliege, dann ist es zu knapp. Was ist denn... was soll ich denn dann noch machen, hä? Stirb, Gumba. Oh ja, natürlich. Jetzt habe ich den noch zu früh aktiviert. Okay, Game Over. Bin ich das Opfer jetzt eines Spielfehlers, oder? Ich glaube übrigens, dass es mit der großen Peach noch schwerer wird, da rüber zu kommen. Wenn es nicht sogar unmöglich ist. Final, du kannst mir gerne ein Video machen, wie du das hier ohne Probleme mit beim First Try schaffst. Dann auch bitte beim First Try, ja? Ansonsten sage ich dir gleich, das ist hier absolut glücksabhängiges Level. Wenn du beim ersten Versuch in diesem Level hier stirbst, dann ist das nicht mehr als First Try, ne? Also auch wenn du Game Over nicht gehst, ist es egal. Aber solange das nicht der Fall ist, sage ich, das Level ist luck-based. Ja, danke.
So. Ich bin vielleicht jetzt gerade ein bisschen ruhig, aber... Das liegt zum einen daran, dass ich mich konzentrieren möchte, weil ich jetzt schon zweimal gestorben bin bei dem leichten Part des Levels. Und zum anderen... Ich verdammt nochmal mir überlegen, wie man das schaffen soll. Wisst ihr was? Ich glaube, ich nehme den Giftpilz. Einfach bloß, damit ich nachher klein bin. Ich glaube, dafür ist er auch da. So. Aber echt, Peach ist so unfähig. Ach nee, ich kriege ja hier sowieso eine Vergrößerung. Hier, mach mich klein. Danke. So. Bumm. Nein! Vor allem, sie zieht ja auch in der Luft nicht nach rechts, wenn ich das behehle. Muss ich vielleicht reinspringen? Hat auch keinen Effekt. Gut, letztes Leben. Es muss doch dafür irgendeinen Trick geben. Es kann doch nicht sein, dass das so ein beschissenes, glücksabhängige Scheiße ist. Dass man das mal schafft. Ich hab's doch vorhin auch geschafft und das relativ früh. Nein. Sorry, aber ich habe keinen Plan. Ich verstehe es nicht, wie es gehen soll. Ich verstehe es echt nicht. An dieser Stelle ist mir dann der Emulator abgeschmiert. Und ich habe mich entschlossen, die Stelle nun offscreen zu spielen. Bis ich sie irgendwann mal geschafft habe. Wenn ihr dann vielleicht irgendwelche Tipps haben solltet, wie das denn möglich sein soll, dass Peach da auf die Plattform fliegt, weil ich verstehe es nicht. Ich kann nicht vorher nach rechts lenken, weil diese Wand so eng ist. Und ja, das heißt, wenn ich warte, bis ich nach rechts gelenkt bin, bin ich zu tief. Das Problem ist aber, wenn ich nicht warte, bis ich nach rechts gelenkt bin und praktisch sofort das Fliegen aktiviere, dann ist der Flugweg zu kurz. Und ja, beides sorgt dafür, dass ich nicht weiterkomme. Die einzige andere Variante, die mir noch einfällt, das zu lösen, wäre, mir den Tanuki zu holen. Und ja, ich denke nicht, dass das der Sinn der Sache ist. Es muss ja irgendeinen Trick dabei geben. Wenn, dann sagt mir bitte, wie es gehen soll. Weil ich komme nicht weiter. Außerdem möchte ich an dieser Stelle gleich noch was anderes sagen, da ich ja jetzt sowieso schon ins Labern verfallen bin. Es kann sein, dass jetzt die nächsten Tage deswegen erstmal kein Super Mario Origins kommt. Am 3. und 4. wird wahrscheinlich sowieso kein Video von mir hochgeladen werden. Da werde ich ein Füllerprojekt freischalten, was ich schon vor ein paar Monaten aufgenommen habe und hochgeladen habe. Und, ja, das ist im Grunde alles. Wenn ich die Stelle geschafft habe, vielleicht wenn ihr auch mehr Tipps gegeben habt, also wenn es mir die Tipps, die ihr mir gebt, funktioniert, dann werde ich sage ich, okay, nehme ich das komplette Level nochmal auf, ansonsten nehme ich erst auf, wenn ich hinter der Stelle bin und dann den Rest des Levels schaffe. Also ich werde dann keinen Fail-Try von diesem Level mehr sehen, weil ich einfach nur noch sonst an mich vor unnötigen Rage nicht mehr kriege, weil halt immer alles wieder von vorne machen, bla bla bla. Okay. Das soll kein Hate sein, kein sonst irgendwas. Ich weiß, dass ich auch mal wieder ein bisschen ausfallend in dieser Folge geworden bin. Ich denke, die späteren Level werden besser, wo auch kein Dead End mehr verfügbar ist. Und ich bleib dabei, ich werde die fixte Version nicht spielen, sofern dort da nicht diese Stelle leichter gemacht ist, wo ich ständig sterbe. Ansonsten werde ich es halt schon, ja,
weiterspielen in der Version. Gut, das war's dann für diese Folge und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß beim Gucken. Vielleicht habt ihr auch ein bisschen gegrinst, vielleicht auch nicht. Vielleicht gucke ich mir auch beim Tommy an, wie er es gemacht hat, die Stille, aber ich habe keinen Plan mehr. Ich bin ratlos. Man könnte sogar sagen, dass es gewissermaßen ein Rage Quit war, weil bloß weil der Emulator mehr abgeschmiert ist. Ja, normalerweise würde ich dann einfach weiterspielen, aber naja. Gut, das war's jedenfalls. Bis zur nächsten Folge, die sich vielleicht ein bisschen später dann anhängt. Aber tut mir leid. Tschüss.